Also ich finde spannend, finde ich ABB, Schneider Electric und BKW ist sicher auch ein Thema. Ich finde, da haben wir grundsätzliche Unterschiede im Geschäftsmodell, oder? BKW ist ein Betreiber, also der stellt Energie her, dem gehören Ressourcen. ABB und Schneider Electric sind beides Maschinenbauer. Das Das sind Betreiben, unterschiedliche Themen, klar, genau, sind wie klar. unterschiedliche Themen. Und im Betreib bin ich nicht so sicher. Die Preise gehen zwar rauf, ja, aber ob die Gewinne auch raufgehen, ist eine zweite Frage. Könnte sein. Also wenn ein Unternehmen über eigene Ressourcen verfügt, also Wasser zum Beispiel, dann steigt natürlich die Ertragskraft massiv mit dem steigenden Strompreis. Und das ist ein Szenario, das ich sehr vernünftig finde. Dass der Strompreis steigen wird, das finde ich sehr plausibel. Und deshalb könnte wirklich auch BKW eine spannende Sache sein. Ich habe auch, vielleicht als Abschluss meiner Meinung, ich habe auch kurz geschaut, ob ich die KGHM in Polen traden kann bei Saxo. Und das kann man. Das Problem ist, die Währung ist PLN. Ich nehme an, Polen hat ihre eigene Währung, oder? Slotty, ja. Also, Polnische Slotty, ja. da geht einfach, oder wenn man die Aktie kauft, geht 1% verloren. Das ist so, weil wegen der Umwechslungskursen und vielleicht mit Zloty sogar noch mehr. Und wenn man eine Dividende kriegt, dann geht nochmals dieses vermutlich 1 oder 2% verloren durch die Umwandlung wieder in Euro oder in Schweizer Franken. Ich finde das spannend, weil ich glaube jetzt momentan an Polen. Also ich habe den Eindruck, die haben sich in dieser Krise sehr gut verhalten und sind zu einem sehr starken Partner für Europa geworden. Und das wird einerseits belohnt durch mehr Sicherheit, das sieht man schon, das wurde schon committed, aber es wird vermutlich auch belohnt durch ein viel besseres Standing von Polen. Und die haben ja gute Leute, oder? Nicht zuletzt ist mein Urgroßvater aus Polen, ist auch ein Flüchtling übrigens, der ging dann an den Hof in Wien und musste zum Katholizismus konvertieren, damit er überhaupt als Ingenieur arbeiten kann. Also irgendwie habe ich noch eine Verbindung zu Polen. KGHM. Oder Super Value Ränge. Also wirklich sehr günstig für das, was sie sind. Und auch schöne Wachstumsränge. Also das liegt daran, dass das vermutlich nicht auf dem Radar ist. Es ist eine spannende Sache, weil Polen mit diesen Ereignissen in den letzten Wochen wird Polen viel wichtiger werden für Europa. Bin Darf fertig. noch zu Polen sagen, ich habe mit Polen gearbeitet, in der IT hat es ja viele, oder? Und was ich schon vorher gehört habe, schon vor 2 Jahren, ist einfach, ganz viele Polen, also IT-Leute gehen auch zurück. Genau, das ist auch Wenn gut. die Jobs schon so gut dort sind und so viele, also das war wie früher, wie vor 30 Jahren in der Schweiz, oder? Konnte jeder einfach sagen, ich gehe und dann waren schon 5 Jobs wieder da, oder? Also ich denke, ja, Polen ist schon am Kommen, jetzt aus dieser Sicht. Ja, super, super. Das klingt wirklich gut. He? Also ich finde das eine super spannende Sache. Danke, dass ihr das herausgefunden habt. Also ich glaube, ich kaufe das, ehrlich gesagt. Sie überzeugt mich. Probier es mal.